Ja, also das ist das Fahrzeug, was ich für den Herrn aus Bramsche besorgt habe, der ein sehr, sehr kleines Budget hatte. Der war hier mit seiner Freundin, hat sich vorgestellt, hat gesagt, pass auf, ich suche so ein Auto. Das Auto darf nicht mehr als 10.000 Euro kosten. Das ist extrem schwierig in der heutigen Zeit, weil wir haben natürlich einen sehr schwachen Dollar, hohe Verschiffungspreise aktuell und natürlich auch, dass die Fahrzeuge in den USA vom Preis steigen. Und ich habe mich der Sache dann trotzdem angenommen, weil ich das sowas mag, so schwierige Sachen dann möglich zu machen und umzusetzen. Und dann haben wir das Auto zusammen gesucht in den USA. Das ist ein 85er Ford F250 mit dem größten Motor, 460 V8, 7,5 Liter. Klar ist, dass man jetzt hier für so ein Budget optisch kleine Mängel in Kauf nehmen muss. Ja? Und der Herr, das war so ein Schrauber, der kann auch ein bisschen was selber machen. Und der Wagen hat ein bisschen Rost an der Dachkante, an der anderen auch. Aber ansonsten ist der von unten sehr solide. Der Innenraum, der muss einmal gereinigt werden, aber ist sehr ansehnlich für das, was er gekostet hat. Und der Motor, Getriebe ist top. Kein Rost am Unterboden. Das Ding fährt, schaltet, bremst, ist aus erster Hand sogar, meine ich. Genau, war erste Hand. Ich glaube, es gab den ersten Kaufvertrag sogar noch für das Auto. Habe ich dann bei einem sehr alten Ehepaar gekauft. Und das haben wir so Hand in Hand zusammen gemacht. Der war sehr umgänglich, der Jerome hieß er. Ja. Und also wenn er das sieht, beste Grüße. Und das sowas freut mich, wenn man das hier in die Tat umsetzen kann und dann möglich machen kann.